herzlich willkommen bei Meinungsheld. In diesem Video möchten wir über das Thema Teppichreiniger sprechen. Es gibt verschiedene Arten von Teppichreinigern. Dazu zählen Reinigungsschaums, Reinigungsshampoos, Pulver und Sprays. Zusätzlich dazu gibt es aber auch Teppichreinigergeräte, die eine Reinigung des Teppichs erleichtern. Für dieses Video haben wir verschiedene Teppichreinigervarianten und Modelle genauer ausgewertet. Wie diese Teppichreiniger funktionieren und wo ihr sie günstig bekommen könnt, schauen wir uns gleich an. Schaut einmal in die Infobox unterhalb des Videos. Dort findet ihr mehr Infos und die Links zu den besten Deals, die wir für euch gefunden haben. Wir beginnen mit einem Gerät zur feuchten Reinigung von Teppichen, dem CleanMax Teppichreiniger. Solche Geräte werden auch als Waschsauger bezeichnet. Als Zubehör wird ein Reinigungsshampoo benötigt, was bei diesem Produkt mit dabei ist. Mit dem CleanMax Teppichreiniger reinigt man sowohl hoch- als auch niederflorige Teppiche und Teppichböden. Das Gerät besitzt eine verkürzte Trocknungszeit, was bedeutet, dass bei der Reinigung wird Wasser aus dem Frischwassertank gepumpt und danach wird das Schmutzwasser einfach in den dafür vorgesehenen Tank aufgesaugt. So wird dann die Trocknungszeit verkürzt. Das wichtigste Zubehör für den Waschsauger ist immer ein Reinigungsmittel. Wie gesagt, ist bei diesem Produkt bereits ein 500 ml Teppichshampoo bereits dabei. Es wird einfach in einen Behälter in dem Gerät gefüllt und meist mit Wasser vermischt. Reinigungsshampoos erzielen bei den meisten Teppichreinigervergleichen die besten Ergebnisse. Neben den Reinigungsshampoos sind auch Teppichreinigungspulver beliebt. Hier ist das Vanish Teppichreinigungspulver ein sehr bekanntes Mittel. Das Produkt gibt es fast überall zu kaufen. Eine Reinigung mit einem Pulver kann allerdings einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Das größte Problem ist eine gleichmäßige Verteilung. In der Regel dauert das länger als bei den üblichen Teppichshampoos. Nach dem Verteilen muss man das Mittel auch ordentlich einreiben, um den Teppich richtig zu waschen. Die Einwirkzeit eines durchschnittlichen Pulvers ist mit rund 20 bis 30 Minuten ziemlich gering. Danach muss man mit einem Staubsauger den Teppich reinigen, um alle Pulverreste zu entfernen. Neben Reinigungsshampoos und Reinigungspulvern gibt es auch Teppichreinigungsschäume. Der Schaum befindet sich in einer Sprühflasche und kann dadurch relativ einfach auf die Teppiche aufgetragen werden. Danach muss man den Schaum mit einer Bürste intensiv einreiben. Der Teppichschaum muss dann anschließend 1 bis 2 Stunden trocknen. Am Ende wird er dann durch einen Staubsauger aus dem Teppich entfernt. Mit Reinigungsschäumen kann man Ölflecken, Schmutz und Dreck sehr zuverlässig entfernen. Zu guter Letzt schauen wir uns noch Teppichreinigungssprays an. Sie sind meistens nur für kleinere Flecken gut geeignet. Für die Reinigung eines ganzen Teppichs sind in der Regel all die anderen Produkte empfehlenswerter. Zur Teppichreinigung wird meist ein wenig Spray auf den Fleck direkt draufgesprüht und danach muss das Stück Teppich gewaschen werden. Hierzu nimmt man am besten einen Schwamm, um den Spray richtig einzumassieren. Nach einer kurzen Trocknungszeit von 10 bis 15 Minuten kann man dann den Teppich absaugen und die Flecken sollten verschwunden sein. Der Vorteil bei den Sprays ist, dass man sie oft auch als Polsterreiniger oder Fensterreiniger nutzen kann. Besonders gute Produkte können sogar auch Rotweinflecken entfernen. Unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den besten Angeboten. Schaut also einmal vorbei, damit ihr etwas Geld sparen könnt. Über ein Like sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Meinungsheld.